Good to see you. Gute Arbeit da draußen. Dank dir sind unsere Leute in Sicherheit und wir wissen viel mehr über unser Ziel als zuvor. Während du weg warst, haben wir eine Karte mit allen Hinweisen erstellt, die wir auf dem Kontinent gesammelt haben. Die Gelehrten glauben, dass sie schon bald wissen werden, wo sich der Zoramactoros befindet. Bis dahin... Okay. Offenbar wurde ein Gelehrter von seiner Eskorte getrennt. Das war nicht meiner. Die Fünfte muss ihn suchen und für seine Sicherheit sorgen. Der Gelehrte wurde von seiner Eskorte getrennt, als er in der Wildturmödnis Hinweise gesucht hat. Östliches Lager, sehr schön. Okay, das heißt, wir haben, glaube ich, unsere nächste... Oh Gott, Beutezug abgeschlossen, Ressource, Objekte können geliefert werden, Suchungsergebnisse verfügbar, was? Was zur Hölle? Was war das genau? Okay. Dramatische Quest incoming. Und Lümmelputzer für Putzfirma, vielen Dank für den Follow, sehr freundlich von dir. So, was hast du noch zu sagen? Der Mann, den du gesehen hast, der war früher bei der ersten Flotte. Er war der einzige wirvandianische Jäger der Kommission. Eigentlich ist er für unsere Mission von entscheidender Bedeutung, aber wir haben ihn vor einiger Zeit aus den Augen verloren. In einem Blick sagte er, er habe die Geheimnisse des Kontinents aufgedeckt und im nächsten war er dann verschwunden. Ich wollte ihn begleiten, aber er hat das nicht zugelassen. Du bist der Erste, der ihn seitdem gesehen hat. Ein Teil von mir ist zwar noch wütend auf ihn, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt noch froh. Jetzt nur noch froh, dass es ihm gut geht. Wenn er gesagt hat, wir sollen uns keine Sorgen machen, dann werde ich das auch nicht. Er wird zu uns zurückkehren, wenn er dazu bereit ist. Thank you. Danke für deine mutigen Neuigkeiten, ganz ehrlich. Okay, das ist interessant. Will mich nicht spoilern lassen. Okay, dann danke, dass du dabei warst und dann wünsche ich noch einen schönen Abend und Hallöchen Marcel Play. Schön, dass du dabei bist. Okay, dann haben wir gleich die nächste Quest, aber wir können gleich mal hier hingehen, weil da können wir jetzt ein paar Sachen abgeben, oder? Sie erinnern sich täglich, okay. Jage zwei große Monster, achso, okay. Wusste ich gar nicht, dass ich das erledigt hatte. Kritisch? Okay, das hatten wir alles schon. Da muss ich bloß noch den Fisch fangen. Die Gutachten, Flugwaffen jagen, befristete Beutezug. Ja, aber das ist halt alles nicht so wirklich das, was man gerade eben tun kann. Ich werde auch mal aufgehen, spoilern lassen will ich mich dann doch nicht zu arg. Okay, bis später zu so. Also hier könnte ich jetzt die... Was ist da der Unterschied? Übrig 5, 8, was? Das. Okay, das Fangen. Ja, okay, und die Jagdquest hier ist kürzer. Achso, die ist jetzt eine Wildturm. Nee, die sind alle eine Wildturmödnis. Okay. Ist das eine Aufnahme für YouTube? Ja, das ist es. Weiß ich jetzt noch nicht ganz. Wir können das natürlich die nächste Quest weitermachen. Ich meine, es ist halt auch so grundlegend das, was man halt so machen kann. Wir können die eine Quest für ihn abgeben, für den einen Typen. Der wollte jetzt so eine Mossman-Haut. Das können wir doch schnell machen. Ich hätte auch den Aufzug nehmen können. Na, egal. Hier für ihn. Aber woran sehe ich, dass ich die Quest jetzt für ihn habe? Habe ich die Quest nicht für ihn gemacht? Und Kuma, vielen, vielen Dank für, ja, die Treue theoretisch. Vielen Dank für die Treue zu den Elite-Jägern. Und, ja, vielen Dank natürlich für das weitere Abo. Sehr, sehr freundlich von dir. Okay, Quartiermeister, Versorgungsoffizieren. Ja, ich weiß nicht, ich wusste jetzt auch nicht genau, was eine Küperin ist. Aber man kann sich ja irgendwie zusammenreimen. Keine Ahnung, vielleicht sind die ja ein bisschen altmodisch. Was war jetzt seine Dings? Die theoretische Treue. was ist denn jetzt eigentlich die Quest? Quest-Info? Jägernotizen, Ressourcenzentrale? Lieferanfragen. Wie gebe ich die jetzt ab? Muss ich dann nochmal zu Kübeln runter? Handelshof? Im Englischen ist sie einfach nur der Provisions Manager. Ja, okay, das ist dann doch schon sehr, sehr langweilig.
Kommen wir zum Prime-Treue. Na, Treue ist Treue. Das ist... Hallo? Ich meine, grundlegend gibt er ja das Amazon Prime mir. Das passt ja dann schon. Lieferung hier. Na, also. Das wollte ich doch tun. Sehr schön. Königstrüffel. Wir reisen in die neue Welt und entdecken unsere antike Sprache. Schöner Gegensatz. so. Dann gehen wir wieder hoch zur Kantine. Ich meine, ich könnte auch wieder essen. Aber irgendwie für die meisten Sachen lohnt sich das gar nicht so sehr. Das ist das Problem. Reden wir erstmal mit der Wildexpertin. Wir haben eine Emergency. Der Gelehrte wurde von der Eskorte getrennt und ist noch nicht aus der Wildturmödnis zurückgekehrt. Jetzt müssen wir ihn suchen. Sicher hat er zumindest Fußabdrücke hinterlassen. Hoffentlich ist das alles, was er hinterlassen hat. Wie, hoffentlich ist das nicht alles, was er hinterlassen hat? Ich gebe Dragon mein gesamtes Amazon Prime. Das wäre die nächste Aufgabe. Ich meine, grundlegend, es gibt halt gerade eben nichts außer die Dings. Wie gesagt, wir können jetzt halt hier die Untersuchung machen, aber ich sehe jetzt halt irgendwie nicht den großen Sinn dahinter. Ich meine, ja, da ist halt ein Groß-Jaguars und sowas, aber die wird auch nicht wirklich schwieriger sein. Wie gesagt, das ist halt, klar, wie gesagt, die ganzen Untersuchungen können wir jetzt gerne machen, auch mal. Aber so grundlegend, ja, weiß ich halt nicht. Das ist halt schwierig. Das ist halt die Sache. Es ist halt nicht wie früher. Du hast halt nicht einfach bloß die ganzen Quests, die grundlegend ja so unrelevant sind. Die man einfach so machen kann, sondern du hast halt die ganze Zeit Aufgaben. Hab leider kein Prime. Kann ich dir auch meine Kreditkartennummer schenken? Das nehme ich auch, wenn sie auf deinen Account verweist. Wieso nicht? Wir nehmen erstmal die Quest an. Warte, bei der ersten? Ja, war bei der ersten. Woher weißt du, dass ein Viviane ist? Du hast deine Ohren bestimmt nicht gesehen. Gut, unheimlicher Schatten im Sumpf. Das klingt schon mal spannend. Schauen wir einfach mal. Ich gebe dem Ganzen jetzt wieder keinen Passcode. Und ich darf sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr... ja, ich darf jetzt auch wieder nicht entscheiden. Oder sind es eins? Ja, wieder eins von eins. Okay. Das ist also meistens so bei den Dings. Bei den... Was? Nein, ich möchte eigentlich sortieren. Ja, ich kann hier mal ein paar Sachen wegpacken. Was ist das? Huch. Ach so, die habe ich jetzt bloß rübergeschoben. Jetzt verstehe ich das, weil irgendwie mein Objektbeutel ist dann, denke ich, bald voll. Das merkt man hier irgendwie so gar nicht. Ich habe irgendwie auch noch keine Ahnung, wie dieses Menü funktioniert. Merke ich gerade eben. Fluss fahren kann, glaube ich, auch mal weg. So. Cyborg-Stimme? Haben das mehrere Leute? Ich finde, man kann das heute noch nicht entscheiden. Dragon lernt erst gerade das neue Multiplayer-System. Da muss man erstmal wissen, wie alles läuft, bevor man entscheiden kann, wie man in Zukunft weiter laufen soll. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Dann danke, das war was, Killemall. Und ja, schönen Abend noch. Wir gehen mal zum unheimlichen Schatten im Sumpf. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich weiß selber noch nicht genau, wie das Ganze funktionieren soll und wird. Das werden wir dann halt wirklich sehen. Wenn es dann auch mal ein bisschen weiter ist, ein bisschen fortgeschritten. Am Anfang ist halt noch viel Story, aber ja, da es halt die Möglichkeit gab, wollte ich gleich mal in den Online-Modus starten. Ja, wieso auch nicht? Okay, wir sind hier. Okay, let's look for the scholar. He must have left some kind of trail. Simple Schreikapsel, Rottenmunition, die ein ohrenbetäubendes Geräusch ausstößt. Das klingt gut. Okay, irgendwo soll er sich befinden. Das ist jetzt natürlich eine relativ ungenaue Angabe. Feuerkraut. Brauchte ich nicht Pflanzen? Ich habe keine Ahnung, was ich brauchte.
Wo ist Gelehrten? Ich dachte, es ist eher vom Monster. Eine Cyborg-Stimme, so wie ein Roboter gekotzt mit einer kaputten Tür. Ich hoffe mal nicht, dass das... Hört das jeder? Ist das jetzt bloß an gewissen Enden so, oder ist das immer wieder so? Und wenn, dann wie häufig? Das gefällt mir nämlich nicht. Ruhender Kaktus. Den nehmen wir doch definitiv gleich mal mit. Schreikapsel, das klingt irgendwie dämlich. Naja, es ist halt... Ist ja ähnlich wie der Schreibeutel früher. Das ist halt das. Normale Stimme, okay. Ich will bloß nicht, dass es dann später im Let's Play auch so ist. Das ist halt das. Schnallenbeere. Dort nach hinten. Und Xamarok. Oh Gott, Xamarok. Vielen, vielen, vielen Dank für die 50-Euro-Spende. Wow. Wie gesagt, Dankeschön, Xamarok. Sehr, sehr freundlich von dir. Hab immer noch nicht all... was? Hab immer noch nicht alles im Platz für die Spende, die ich vorhatte. Also nochmal was, noch mal was Kleines. Oh Gott, Xamarok. Was hast du vor? Aber wie gesagt, großes, großes Dankeschön. Das ist, ich fühle mich so schlecht, das ganze Geld von dir, Theodos, zu nehmen. Vermisste Gelehrte. Buh, ach so, sein Buch. Ich dachte gerade, was ist das denn jetzt? Es sah aus wie ein toter Dings. Wie ein toter Typ. So, oh, das ist der... Oh nein. Das ist der vermisste Gelehrte. Alte gespaltene Dornen. Keine gute Sache. Ja, Speichelkäfer haben irgendwas. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, was das am Ende so ergeben wird. Nimm es für das Community-Treffen. Community-Treffen wird ein bisschen schwierig, aber ich werde schon damit irgendwas anfangen können. Etwas habe ich noch nie gesehen. Ich schon, und das ist das Problem. Diese Dornen, ne? Gefährlich, gefährlich. Oh, aber ich habe das Gefühl, dass wir gleich einem anderen Kollegen begegnen werden. Ist das der Scholar? Was ist das, der neben dir sitzt? Es sieht aus wie ein Baroth? Ich glaube nicht ganz. Er sieht mir jetzt erstes Mal der Revierkämpfe? Das könnte sein. God, don't let him find me. Don't let him find me. I saw it. No, the Gyarados, that didn't kill the Baroth. It was der Gyarados. Okay. Nur Leuchtfeuer. Meine Güte, diesmal ging es aber schnell zur Sache. Was? Er hatte mal gesagt, weil er hier zwei Erfurte und einen halben Gotha im Chat hatte, dass du schon weißt, wo das Treffen ist. Meinst du mich? Notleuchtfeuer, hier. Okay, und ich weiß nicht genau, wovon du redest, Valence, aber, ja, hi. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Nicht so genau, zumindest. Okay. Dann erledigen wir den Gyarados. Okay, mehr Spielerschwierigkeit. Oh Gott. Ach, was war das? Was ist denn mit dem Dings los? Was ist denn mit dem Wels los oder was auch immer das für ein Ding ist? Das ist immer richtig aggro gewesen.
Meine Güte. Bist du eigentlich eine Stream-Community-Jagdgruppe, Gilde-Clan gründen? Frag mich doch nie sowas, wenn ich keine Ahnung habe. Was denn für ein Clan? Was denn für eine Gilde? Man kann Gilden gründen? brauchen wir eben was. Bis später. Okay, bis später. Servus, Leid. Meine dich. Das ist schon länger her. War es in dem Stream, wo ihr herausgefunden habt, dass Dings, dass Olli und du am selben Tag Geburtstag habt, oder war das noch früher? Ich kann mich da an irgendwas erinnern, aber es war noch mehr ein Witz. Ich meine, grundlegend, was ich mal wieder tun würde gerne, ist, auf einen Stammtisch gehen, auf einen Monster Hunter Stammtisch. Aber da fehlt mir halt gerade überhaupt die Zeit, oder allgemein die Zeit dafür, das ist das Problem. Der Freunde Verdammungsstätte. Weil sie Jagdgruppen bringen, weiß ich noch nicht. Okay. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was das genau bringen soll. Also es klingt nett, aber irgendwie eine Gilde hier, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das so viel bringt. Ja, Todes macht schon gut Schaden. So, warten, bis es fertig ist. Jetzt wieder losgehen. Zumindest davor nicht loslaufen. Bei meinem Crashkurs auch geschrieben. Was für ein Crashkurs? Ich habe nie einen Crashkurs gesehen. Oh Gott. Ach so. Du hast gesagt, deswegen auch der Crashkurs Doppelpunkt. Da war nie was. Also gesagt, ich habe leider keinen Crashkurs von dir gesehen. Wow, was? Wie viel Schaden der macht, ne? Also vielleicht sollte man bis jetzt eine Barrow-Rüstung haben oder so irgendwas. Oder vielleicht mal essen. Ich esse halt nie. Ach. Meine Güte. Aber es gibt halt auch nichts anderes. Es gibt halt nur Ausdauer dazu. Das bringt mir halt überhaupt nichts. Gut, das Fleischgericht gibt jetzt 10 Gesundheit. Aber wie gesagt, das bringt mir eigentlich überhaupt nichts. Hallöchen, Aradin. Schön, dass du dabei bist. Da hatte ich es auch immer danach geschrieben. Ich habe es nicht gesehen. Also ich habe darauf gewartet, dass da was kommt. Deswegen auch der Crashkurs. Doppelpunkt. Aber es kam nie was. Sag, dann war es vielleicht bei mir nicht. Ja, ich habe immer nur Lederrüstung. Aber was soll ich denn ansonsten machen? Gibt ja ansonsten nicht viel, was ich haben kann. Ich meine, wir kommen ja von einem Monster zum anderen gerade eben. Schießpulver Stufe 2, okay. Brennbares Pulver steigert die Kombination mit Stufe 1 Munition, deren Stufe... Ah, okay. Das ist interessant. Ich meine, klar, ich habe auch noch immer schlechte Waffen, aber es ist halt schwierig. Keine Ahnung, und das sind irgendwie auch so wenige Quests halt. Man macht halt irgendwie überhaupt keine Quests. Das ist... Ich habe jetzt irgendwie... Wieso habe ich jetzt wieder mein... Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe den Erzdämonen-Modus aktiviert und dann war er wieder deaktiviert. Weswegen? Gerade eben, als ich zuhauen wollte. Keine Ahnung. Oh, Jora-Todes-Material. Sehr schön. So sieht das also aus, wenn man... seine Materialien bekommt. Okay. Weswegen habe ich da jetzt meinen Erzdämonen-Modus verloren? Ich verstehe es nicht. Ich habe nichts gedrückt, außer die beiden Angriffstasten. Das ist sehr merkwürdig. Verstehe ich nicht ganz. Nur weil du nicht... Ja, natürlich nehme ich mir keine Zeit zu grinden, aber wie gesagt, man kommt halt hier zack, zack, zack. Von einer Quest zur anderen. Du hast halt keine anderen Sachen, die du irgendwie erledigen kannst währenddessen. Wenn du bloß der Story folgst, natürlich bist du dann schnell, aber... Ja, wie gesagt, das ist halt...
schwierig, weil normalerweise hast du so viele andere Quests ja dazwischen. Hat irgendwer schon einen Pugi gesehen? Ja, ein Pugi läuft im Dings rum. Was machst du da? Hör auf damit. Das sieht merkwürdig aus. Das sah sehr, sehr merkwürdig aus. Okay, das war bloß eine Explosion von Xamarok. Na komm schon. Oh Gott. Ein kleines Monster haben wir getötet. Das ist auch merkwürdig. Ja, oh, au. Meine Güte. Einerseits erwischt mich die Erotos, andererseits erwischt mich die ganze Xamarok. Ein Rausch förmlich durch die Jägerränge. Für mich zum Beispiel Jägerrang 9 und immer noch nicht im High Rank. Das Spiel wohl wesentlich später. Jägerrang 4 werden sehr viel mehr Quests pro Jägerrang. Okay. Kannst noch Lieferungen machen und Sidequests vom Chefkoch und so. Aber dann kommen die Sidequests ja später. Ja, grundlegend, Sidequests waren eine Mosswin-Haut besorgen. Ich habe das Mosswin gesehen auf der ersten Quest und es abgegeben. Das braucht halt keine Zeit. Also geht es halt alles sehr viel schneller. Fast schon nur eine Quest, die nicht sammeln von Items sind. Die was? Von einer Quest, die nicht sammeln von... Du meinst, die sammeln von Items sind, oder wie? Die vor Rang 4 kommt? Ich weiß es nicht. Das ist der Punkt, du bekommst weniger optionale Quests und musst selber auf Erkundung gehen. Was ich brauche. Ja, aber es ist halt immer schwierig, auf Erkundung zu gehen, während man Let's Play macht. Das ist halt immer das große Problem. Hat jemand irgendwas Schönes, um ihm auf den Kopf zu hauen? Ich meine, es geht ja. Es war halt bloß ein bisschen blöd, da jetzt halt von ihm getroffen zu werden. Ich hatte bestimmt auch viel zu wenig Leben. Oh Gott. Das war eine große Explosion. Der arme Joratodus. Er wollte hier bloß ein bisschen schlafen. Ja, wie gesagt, es geht ja grundlegend auch noch. Das war halt bloß... Wie gesagt, ich hatte wahrscheinlich auch bloß viel zu wenig Leben. Das ist ja das Nächste. Okay, damit haben wir die Joratodus erledigt. Ich meine, klar, ich könnte es halt ab und zu ein paar Mal Puke Puke erjagen, aber irgendwie sehe ich da halt nicht so den großen Sinn dahinter. Also, logisch, klar, das Sammeln, nur, ja, es sind halt blöd fürs Let's Play. Das ist halt das. Und da wir halt so schnell vorankommen, geht da halt nichts. Alter Klebeüberschlamm, okay, das braucht nicht. Ich meine, es ist eh total blödsinnig. The Dark, das ist... Lass es einfach. Oh, was seid ihr? Na, verdammt, die wollte ich auch schneiden. Natürlich kann man keinen Streamer bannen. Wieso sollte ein Zuschauer einen Streamer bannen können? Es ist halt eh die dämlichste Frage überhaupt. Was würde das für einen Sinn machen, wenn random Zuschauer kommen würde? Ah, oh, ich bann dich und dann ist der Stream vorbei, oder wie? Also von dem her, meine Güte. Ja, es ist... Keine Ahnung, was du davor hattest, aber das ist halt wieder so eine Sache. Hatten wir es nicht das letzte Mal davon? Wie soll ich dich ernst nehmen, wenn du sowas fragst? Weißt? Und dann fragst du mich im Stream, wieso dich niemand ernst nimmt, The Dark. Weil du so einen Scheiß betreibst und dann so dumme Sachen von dir gibst. Das ist halt das. Und du kannst jetzt nicht sagen, oh, es ist spät und ich muss mich hier austoben. Das ist einfach bloß, sorry, aber du machst einfach Scheiße. Und dann kann man sich einfach nicht mit dir gescheit unterhalten. Das heißt, entweder fahr das ein bisschen zurück oder such dir ein anderes Ventil. Aber der Chat soll nicht dein Ventil sein. Das ist halt das. Das nervt nämlich ansonsten, wenn du hier einfach immer bloß für deine schlimmste Seite herkommst. Weil das macht niemand anders auch so. Oder das macht halt niemand anders so. Okay. Spiel erstmal weiter die Aufgabenquests. Wenn du am Monster merkst, dass es zu schwer wird, kannst du mal anfangen zu farmen. Ja, so grundlegend mache ich das ja auch. Bloß, ich habe jetzt halt auch schon... Oh, von Palikos gesammelt. Sehr schön. Ich habe jetzt halt auch schon das Gefühl, dass ich doch ein bisschen durchrausche. Durchrushe. Das ist halt so... Es ist halt ungewohnt, dass man so schnell vorankommt. Juwelenkaktus. Ich muss aber halt auch essen, das ist halt das. Viel Spaß noch beim Zocken, die Gilde ruft mich. Okay, danke, das war was, Chesel. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend.
Du kannst jetzt das Element deines Kinsekts ändern. Schön. Das ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Okay. Ist aber interessant, dass es erst jetzt geht. Na gut, schauen wir mal. Hedwig, kann man mit dir einfach mitmachen? Und wieso keine Facecam? Ja, du kannst einmal mitmachen und Facecam geht nicht, weil die Aufnahme dann Probleme macht. Das ist, ich meine ja gerade eine Aufnahme für YouTube und alles zusammen macht da ein bisschen Probleme. Aber ja, du kannst einfach mitmachen. Du kannst einfach dazu joinen und dann, ja, musst du dich halt mit den anderen Leuten, die in der Halle sind, ein bisschen prügeln, ob du reinkommst zu der Quest. Aber grundlegend geht das schon.